Hallo und herzlich willkommen hier zur 53. Folge von Hardware Engineers hier auf MicroHazard TV in der zweiten Staffel. Mit dabei heute natürlich wieder ich, der Iceway. So, weiß nicht, was mit seinem Rechner kaputt ist. Na gut, dann gucken wir mal, was da kaputt ist. Was hast du nochmal gesagt? Er weiß nicht, was falsch ist. Na gut, dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja raus, was falsch ist. So, schauen wir mal. Das Board ist schon mal nicht kaputt. Zwar in einem schlechten Zustand, aber nicht kaputt. Na, er ist 77 von C4. Mhm. Die ist definitiv Schrott. C4, er ist 77. Der Rest ist zwar auch nicht gerade in einem guten Zustand, aber naja, gut. Lassen wir so stehen. So, da war die Abrechnung wieder mal für heute. Und ja, wir haben immerhin 10 Aufgaben akzeptiert, 10 abgeschlossen und 17 Artikel verkauft. Ist doch schon mal eine Statistik. So, danke für die Lieferung. Die neue C4 rein, ganze bestätigen, die kommt in den Müll. Und dann kriegt er seinen Rechner ja auch schon wieder. So. Ja, neuerdings gibt es komischerweise Monitore. Ich weiß auch nicht warum. Ist irgendwie verschlafen, das Update. Übersehen, gebe ich zu. Haben wir gestern bestellt, da stehen sie. Gleich Stück. So, Lightyear Gaming, der Rechner ist wieder mal kaputt. Er weiß allerdings nicht, was damit kaputt ist. Es crasht jedes Mal. Vielleicht mal sauber machen, selbst davon. Netzteil, Schrott, brauchen wir gar nicht weitersuchen. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, Netzteil. Das ist ein Corsair CA650S80. Ist das da? Bestellt, unterwegs und weiter geht's. Warten auf den nächsten Kunden. Da ist er auch schon. So, das crasht hier, aber crasht auch jedes Mal. Alles klar. 560, okay. So, schauen wir mal, was hier kaputt ist, wollte ich gerade schon sagen. Kaputt ist. Auch das Netzteil. Was für ein Zufall. Ein FreeSlide. Muss in der Hitze liegen wahrscheinlich. Ein FreeSlide 700. FreeSlide 700. Unterwegs. So. Ja, warten wir wieder. Da kommt der Liefermensch, der liefert uns das erste Netzteil. So. Galicia kriegt ihren Rechner wieder. Weiter geht's. Ein Problem. Er macht komische Dinge. Das klingt für mich allerdings nach einem Problem. Aber was ist das für ein Problem? Das ist hier die Frage. Wir scannen trotzdem mal kurz durch und stellen sofort fest, dass die Grafikkarte Schrott ist. So, Grafikkarte eine MZI RS880X. RS880X. Oh, das wird teuer. Teurer Spaß. So, er liefert uns das nächste Netzteil für diesen Rechner. Netzteil weg, Netzteil rein. Und das Ganze schon wieder fertig. So, bitteschön. Wooden Display Peru haben wir bekommen. Wooden Display wäre ja hier vorne irgendwo, ne? Hier, das Wooden Display Peru. Das ist Gold, das ist Peru. Hm. Keine Ahnung. Ist schon mysteriös. Ich pack das mal ein bisschen tiefer, sieht da unten so komisch aus. So, da oben meine ich. So. Müssen wir das Regal hier ein bisschen aufstocken. Nicht kompatibel, sagt er uns wieder. Fälschlicherweise.
Schrott. So, und wieder eine von Rechner von Declan Rubeo. Wieder abgeschlossen. Nächster Kunde. Ah, Upgrade. Kannst du schon. Hab ich keinen Bock drauf. Möchte keine Upgrades machen. Also, wenn er uns direkt sagt, was so einfach nicht so 4-Kern- oder 8-Kern-CPU oder Grafik direkt oder sowas, dann ja, aber nicht, wenn er so allgemein sagt, oh, der Rechner ist zu schwach, ich brauche einen besseren. Ohne mir genauer zu sagen, was. Du glaubst ja auch, ein Offschalter ist kaputt? Vielleicht ist das Netzteil ja einfach kaputt, schon mal daran gedacht. Wieder ein FreeSlide 700. Hm. Ist ja merkwürdig, dass die immer kaputt gehen. Immer dieselben Netzteile, die hier Schrott gehen. Susan Bergmann ist das übrigens. So, ich verstehe nicht, was mit dem Rechner falsch ist. Naja gut, dann gucken wir mal, was mit dem Rechner falsch ist. Scannen wir Hauptelemente. Grafik ist kaputt. EGVA. RS650. EGVA RS650 bestellt. So. Da kommt der Liefermensch wieder mal mit einem Netzteil angewatschelt. So. Zack, zack, zack. Susan, bitteschön, da ist dein Rechner wieder zurück. Ja, Kunden haben wir nicht so sonderlich viele, also naja, schon, eigentlich, also auch eigentlich schon. So, was willst du haben? Enermine Dual UF500. Wieder ein Netzteil übrigens. Enermine Dual UF500, ja. Bestellt. Wir haben hier eine Bestellung nach der anderen laufen, wie ihr sehen könnt, immer wieder. Da, immer nur Einzelteile. So, wir haben die Queenboard neue Mäuse freigeschaltet. Cool. Können wir mal reinschauen bei Ausrüstung. Hier haben wir hier neue Mäuse und hier nochmal neue Mäuse. Aha. Und hier haben wir von Megabyte sogar Mäuse, die richtig teuer sind. Komm, wir bestellen die mal. So. Bestellen wir die ganz teuren Mäuse von Megabyte. Mäuse haben wir ja recht viele hier schon. So, Seriennummern, Kühlung, Pure Stone, brauchen wir Leistung. Einmal die Wasserkühlung bestellen wir, dann noch den Pure Stone und den Full Copper. So, dann tun wir mal ein bisschen hier mal wieder ein bisschen gucken, was wir so bestellen können. Hier ein Ans-Eck und so ein Monster-Ding noch und dann hier das Neue einfach mal. Motherboard, nehmen wir mal hier das da. Und dann einfach mal auf dem Stegreif das da. So, Prozessoren haben wir eigentlich noch ein paar rumliegen. Aber die sind teilweise gebraucht. Hier, der ist echt teuer. Den bestellen wir. Und dann bestellen wir noch den da. So. Grafik. Mal kurz Pause machen. Grafik. Wenn die hier rumliegen haben. Eine RS9. So. Hat er die beide eingetragen? Ja. So, Grafikspeicher. Hier, gib mir mal den fetten Supermonster-Speicher. Und dann will ich noch einen dicken DDR3-Speicher. Festplatten. Hätte ich gerne hier eine schöne SSD. Eine fette normale. So, wir sollten aufhören. Wir haben nämlich kaum noch, wir haben jetzt hier kein Geld mehr. So, bestellen wir den ganzen Batzen. Und Enermine Dual Ref wurde ja bestellt. Bitteschön. So, haben wir noch 1000 Euro jetzt. Ganz viel Geld ausgegeben. Für eine Riesenbestellung.
So, irgendwas ist damit kaputt. Okay, dann schauen wir mal, was da kaputt ist. Wieder mal. An deinem Rechner. Das Board ist es schon mal nicht. Mhm. Na nu. Der Prozessor zur Abwechslung. Der kann ja auch mal kaputt gehen. Aber auch der ist okay. Also ist das Ding technisch auf jeden Fall in Ordnung. Technisch ist er okay. Kommt unsere Monsterbestellung. Machen wir den Rechner jetzt erstmal fertig. So, Geräte sind alle installiert. Programs, Contacts. Ah, wollte da nicht wühlen in seinen Daten. So, einmal Virenscanner installieren und schauen mal, ob er da vielleicht ein Virenproblem hat. So, läuft. So, er will nicht starten. Alles klar. Aha. Ah, 680, ein E7. 2 Terabyte Platte. Aha. So, schauen wir mal, was hier wieder kaputt ist. Irgendwas ist ja meistens kaputt eher. Arbeitsspeicher nicht gescannt. Der dann hier auch kaputt ist. Der Arbeitsspeicher Elite 4x4 1600 Speicher Elite 4x4 1600. Dankeschön, bestellt. So. Du hast zwei Viren gefunden, dann machst du mal den Neustart. Und dann haben wir ja schon. So, du möchtest ein Asus GC34XS. Haben wir das zufällig bestellt? Nein. Okay. Motherboard Asus C34XS bestellt. So, dann packen wir mal gleich hier dieses riesen Monsterregal, diese riesen Monsterkiste aus. Und dann können wir das nämlich alles schön da einsortieren. In die ganzen. Kein Platz mehr. So, runterfahren. Müssen wir erstmal was ins Regal packen. So, packen wir mal hier ein bisschen Lüfter. Lüfter. Nee. Lüfter? Ich habe Lüfter bestellt. Ach, die waren bestimmt für irgendeinen an. Achso, die wurden hier bestimmt mitgeliefert mit den Kühlern. Wasserkühlung. Ja, von mir so den Stockkühler noch, Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher, ja, von mir so den AMP-Stockkühler, so, das Ding ist voll, so, dann packen wir hier jetzt noch die anderen Mäuse mit rein, 99 Stück, 99 Euro das Stück, ja, das ist schon teuer, ne? So, dann kommt hier noch, ach, was ist da was, hier haben wir auch nur gebrauchte Sachen drin, ne, ja. Der kommt weg. Das ist ein gebrauchter. Er kommt weg. Das ist allerdings ein neuer. Der kommt nicht weg. Der bleibt da schön drin. Das ist ein gebrauchter. Der kommt weg. So. Noch eine CPU. Noch eine CPU. Und dann packen wir hier noch. Ah, nee, passt erstmal. So. Hier haben wir noch einen frei. Hier haben wir noch einen frei. So, ich habe keinen Platz mehr. Mir geht der Platz aus. So. Netzteile kriege ich schon gar nicht. Doch, die kriege ich auch noch unter, die Netzteile. Ich kriege alles unter. Obwohl, habe ich hier noch drei Sachen liegen. Ha, ha, ha. So, eins kriege ich nicht weg. Das gibt's ja nicht. Eins kriege ich nicht mehr unter. Tja. Die 3 Terabyte Platte, die hat nicht mehr gepasst. Na gut. So.
Hier ist der Arbeitsspeicher-Schrott, den tauschen wir noch eben schnell. Und der andere Rechner ist ja auch wieder fertig. So, Cleric. Ne, ist der andere. Bitteschön, Richards. Bitteschön. Und du hast ein Board bestellt, was noch nicht da ist. Aber die Folge ist zu Ende und deswegen sehen wir uns morgen, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich bis dahin von euch und wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch und sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis morgen. Tschüss.